Irgendwelche zerrissenen Plakate. Setz dich und nimm deine Maske ab. Nein. Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, wer hier am Ende des LPs als letzter lacht. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Hier hat jemand seinen Kaffee vergessen. Sogar mit argem Aufdruck. Weil das Arkham-Symbol so toll ist, dass man auf jeden Fall es auf seine, ne? Kaffeetasse haben möchte. Na, alles okay? Wobei, ich nehme die Frage zurück, du siehst alles andere als okay aus. Das wird mir nicht gesagt, was für einen Status du hast. Ob du jetzt verängstigt bist oder... Naja. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Zerrissen? Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Also in zwei Hälften gerissen. Ich will nur alle wissen lassen, dass ich eure harte Arbeit wirklich schätze. Euch Jungs zuzuschauen ist wie sich bei mir zu Hause meinen Lieblingsfilm anzusehen. Okay. Wie heißt er nochmal? Ach ja, Angriff der dummen, stümperhaften Idioten, die keinen Trottel finden können, der sich als Fledermaus verkleidet. Und jetzt weiter. Ja, wird langweilig. Den Film kenne ich nicht. Schade, hier sind schon Typen drin, keine optionalen Gespräche. Ja? Lade? Sag mir nicht, ich hab das Spiel verbuggt. Weil meine Neugier mich mal wieder gepackt hat. Gut. So lange hat es den noch nie geladen. Was zur Hölle? Hier oben war auch nur die eine Sache, wo ich noch nicht was machen kann. Wer schießt hier dauernd im Hintergrund? Ach so, die hämmern einfach nur dagegen. Chicken muss wirklich... Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Chicken muss lernen, Geräusche voneinander zu unterscheiden. Und mein Auto ist nicht lächerlich und nicht prahlerisch. Das ist super. Vergesst nicht. Sucht jeden Winkel ab. Ich will, dass alle gefunden werden. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter, als ich dachte. Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskaninchen. Guten Tag. Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren. Natürlich. Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren. Ich wollte immer zum Zirkus, aber mein Vater ließ mich nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war Bulle. Er stand eine Woche vor der Pensionierung, als der Mord... Ich habe den Film gesehen. Wovor hast du Angst? Angst? Ja,
ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern. Es tut mir zu sehr weh. Dann kann ich dir helfen. Das war übrigens sarkastisch, Doktor. Naja, als Gastgeber zu gut. In seinen Träumen eher. Was wohl die Träume des Joker sind. Batman zum Lachen zu bringen. Und ihn natürlich zu besiegen. Aber auf sein grübelrisches und mürrisches Gesicht ein Lächeln zu zaubern. Ich ging wieder zur Arbeit. Aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen, aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Jemanden umbringen? Keine Ahnung. Manche Leute sind einfach nur krank. Was bewegt Menschen dazu, jemanden zu töten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es hier nicht. Weiß ich nicht, amüsieren. Okay, Joker. So leicht aus, als ob ihr es nicht mal versuchen würdet. Wofür ich euch nicht bezahle. Findet jeden. Sofort. Das wäre auch neu, wenn du deine Leute bezahlen würdest. Er ist hier. Hey, Leute. Da habe ich zu spät reagiert. Hey Chicken, das musst du besser machen. Wieso hast du jetzt den einen nicht angegriffen? Ich verstehe Betsy überhaupt nicht. Wir sind nicht auf einer gleichen Wellenlänge. Frieden. Hey, Harley. Hey, verschwinde, Batman. Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul. Au, du dumme Kuh. Harley. Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh. Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Doch. Oh, du kleines Luder. Ich kann nie böse auf dich sein. Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao. Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem... Sandy, weg. Halte durch, Gordon. Jim. Wieso sind hier Blätter drin? Egal, wir werden einen anderen Weg finden. Einen anderen Weg. Einen anderen Weg ins medizinische Gebäude. Zum Beispiel übers Dach. Es ist doch immer super, übers Dach zu kommen. Ja. Immer super. Übers Dach. Oder einfach ein Fenster eintreten. Ist das eigentlich ein Schornstein? Nein, aber die Öffnung ist ein bisschen zu... Hat jemand die große, böse Fledermaus nicht breit genug, dass Batman da durchpassen könnte. Aber lasst euch nicht täuschen. Er ist wirklich ein Idiot. Ich bin kein Idiot, ich bin sehr schlau. Also Batman. Hier hinter noch was? Nö. Dann verschaffen wir es einfach mal Zutritt in die medizinische Abteilung. Ich könnte in 7 Minuten die Session beenden. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Gute Frage. 2:30, oder? Ja, könnte hinkommen. Könnte hinkommen.
Das heißt 10 Folgen? Krass. Krass, krass, krass. Ich will, dass alle Ärzte zusammengezieht werden. Such das ganze Medizingebäude ab. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, das Problem ist ja halt auch Speicherpunkte, so, ne? Ich kann nicht von alleine speichern, das Spiel speichert für mich. Ich muss Save Points abwarten. Na, gibst du mir wieder ein Level up? Nein! Wie viel denn noch? Ein klitzekleiner Strich. Ist das richtig? Ja. Klitzekleine Striche. Na, hier ist jetzt gespeichert. Ich kann ja aber sagen, hier Aufnahme beenden. Ich muss nur ungefähr 5 Minuten. Und der nächste Raum. Der wird sicherlich keine 5 Minuten dauern. Nee, nee, nee. Wird er nicht. Was hab ich. Ich hab den botanischen Gärtner gesammelt? Kann Scarecrow's Gas Grenzen überwinden? Während es dich wahnsinnig macht? Hm. Wir können hier natürlich jetzt auch 5 Minuten einfach nur stehen bleiben und immer wieder in den Speicherpunkt laufen. Ja. Oh Mann. Oder ich muss die Folgen dann halt in 14 Minuten 50 Sekunden oder so. Genau, ich speichere jetzt so lange hier rum an der Speicherfläche. Ist keine Ahnung. Oder wir könnten ja mal noch einen Blick in den nächsten Raum lunzen, was uns erwartet. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen da runter! Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ja, was will er mit den Ärzten? Was will Joker mit den Ärzten? Chicken guckt gespannt auf die Uhr. Jetzt wird ihr schneller Zeit. Ah, das ist manchmal so unpassend. Oh, hey. Ich würde trotzdem sagen, in der nächsten Aufnahmesession werden wir dann erst die Ärzte retten. Kann ich nur mal speichern? Ja, kann ich. So. Und vielleicht herausfinden, was Joker von den Ärzten will. Falls die Ärzte überhaupt irgendwelche Informationen dazu haben, warum auch immer man sie gefangen werden wollen, tun. Vielleicht wissen sie es ja selber nicht. Wer weiß schon, was in Jokers Kopf vorgeht. Ein Donnerwetter, alles klar. Ein Geistesblitz, nein, das geht nicht in Jokers Kopf vor. Ja, wie gesagt, das werden wir dann erst in der nächsten Aufnahmesession herausfinden, meine kleinen Freie Nacht. Also bis dann, ciao.